herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich freue mich, dass du zusammen mit mir heute dieses Kit vom One with the Diamond Art anschauen möchtest. Das hier ist der Umkarton. Er kommt normalerweise in so einer schwarzen Folie eingewickelt und mit gelbem Packband nochmal. Also alles gut geschützt. Ja, ich habe es jetzt schon ausgepackt, weil das Bild habe ich schon Anfang des Jahres bestellt gehabt. Kam aber noch nicht dazu, es komplett auszupacken und anzuschauen. Und ich dachte, das machen wir einfach zusammen. Ja, bei The One with the Diamond Art, das ist eine Firma aus England. Das ist ein Team von zwei Frauen, soweit ich weiß. Und die haben eine super tolle Webseite und auch ganz viele tolle Bilder von Künstlern. Also von handgemachter Artwork und KI-Artwork. Und ich habe mir hier ein Bild von der Künstlerin Finera ausgesucht. Und ja, wie gesagt, das kam schon Anfang des Jahres, aber ich hatte es noch nicht draußen. Du siehst, hier ist jetzt keine Plastikhülle drum. Das brauche ich auch nicht. Wie gesagt, der Karton ist super gut in einer Hülle noch mal eingepackt. Also falls es regnen würde und das Bild oder der Karton wäre außerhalb einer Überdachung, würde dem Bild, glaube ich, trotzdem nichts passieren. Ja, bei der Firma The One with the Diamond Art, die bestellen sozusagen, also wenn du da bestellst, geht das direkt sozusagen zur Produktion und du bekommst auch das Bild direkt von der Produktion aus zugeschickt. Das dauert immer so ein bisschen, also ja, 4 bis 6 Wochen kann man schon rechnen. Wenn jetzt Urlaubszeit ist, auch ein bisschen länger. Aber das ist ja nicht schlimm, das steht auch alles auf der Webseite drauf. Was halt ist, man zahlt Versandkosten. Also die Versandkosten kommen noch zu dem Bildpreis obendrauf. Außer man wartet immer so ein bisschen ab, so mache ich das immer, denn an manchen Tagen ist versandkostenfrei oder man bekommt 10%. Je nachdem, also sie haben öfter mal so Aktionen auf ihrer Webseite, wo sie dann die Sachen einfach ein bisschen vergünstigen. Ja? Und dann rechnet sich das auch so ein bisschen auf. Ja, einmal die Leinwand. Ist eine schöne, flauschige Leinwand. Super schön. Hier ist die Folie ein bisschen drüber. Die Folie ist, hört man schon, eine dünne Kraspelfolie. Der Rand ist wunderschön abgesteppt. Also sehr, sehr schön, wie immer. Und hier ist das Bild. Ich habe einmal in quadratischen Steinchen bestellt, 60x60 von der Künstlerin Finera. Fixen Showdown, Entschuldigung. Und es hat 49 Farben. Und ich finde, es ist ein kleines, ja, Herbst-Winterbild. Einmal der Fuchs und einmal die Frau. Wunderschön. Mir hat das sehr gut gefallen. Es sind gedecktere Töne. Es ist ein bisschen ruhigeres Bild. Aber für die Herbst-Winterzeit finde ich das wirklich wunderschön. Ja, man hat noch hier ein Toolkit dabei. Ich habe es gerade runtergenommen von dem Bild. Und hier sind die Steinchen sowie die Legende. Also, die Steinchen sind in Zipptütchen.
Soweit ich weiß, hat auch hier der Hersteller gewechselt. Das sieht man auch daran. Ich hole mal Kartenpäckchen raus. Das sieht man jetzt auch daran, dass hier nicht mehr die Bildnummer und alles draufsteht. Vorher war da immer noch die Bildnummer mit dabei. Und jetzt halt nicht mehr. Jetzt ist nur noch die DMC-Nummer drauf und die Grammzahl der Steinchen. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, also das passt schon. Ja, hier ist die Legende. Das ist jetzt ein Sticker sozusagen, ein großer. Das war früher eine Papierlegende, jetzt ist es so eine Stickerlegende. Und da ist nochmal alles drauf, also einmal die Bildnummer, die Größe, der Name des Bildes sowie die Künstlerin oder der Künstler. Hier meine Künstlerin, ein kleines Vorschaubild. Und die Firma. Und hier ist einmal die komplette Legende. Einmal die laufende Nummer, die Symbolnummer, die DMC-Nummer und wie viele Steinchen. Und ich hatte das Bild bestellt mit PD. PD ist Pearlescent Dust. Und das sind sozusagen, die heißen bei uns umgangssprachlich Fairy Dust Steinchen. Also, ja, ein Bild mit Fairy Dust Steinchen. Und das steht dann auch hier oben. Das S ist für Square und PD ist für die Dust Steinchen. Genau, haben wir drei Farben drin. Schauen wir uns später auch mal an. Ich hole sie mal gerade raus. Ich bin auch mal auf die Steinchen so gespannt, weil wie gesagt, es ist ein neuer Hersteller. Schauen wir mal kurz. Und dann sind wir da auch ein bisschen schlauer. Das hier sind Harzsteinchen, also die eckigen sind Harzsteinchen bei The One with the Diamond Art. Die runden, glaube ich, sind Acryl, aber trotzdem eine gute Qualität. Ach doch, schön. Sehr schön, liegen schön im Schiffchen. Haben einen schönen Glanz sozusagen. Super. Das war jetzt die 336, also ein bisschen dunkler. Ja. Holen wir gleich mal noch die Fairy Dust Farben, hole ich gleich mal noch raus, damit du sie auch siehst. Die Steinchen sind nicht sortiert, zumindest sieht es nicht so aus, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Das auch okay. Und was auch ist hier, du siehst es, bei einer größeren Farbe haben wir, wenn mehr drin ist, einen größeren Zipbeutel und wenn es weniger ist, einen kleineren Zipbeutel. Finde ich sehr praktisch, dass man da nicht so viele dann von den kleinen hat, sondern das wirklich so gebündelt ist. Schauen wir mal, das da ist eine Fairy Dust Farbe, das hier nicht. Das auch nicht. Aber hier, die drei, das sind die Fairy Dust Farben. Die 762, die 775, die ist auch ganz zart. Und die 802, die hat so ein bisschen lila-bläulichen Glitzer drauf. Und die anderen hier, die hier hat so einen silbernen und die hier so ein leicht silbergrün. Auch sehr schön. So, ich tue die Steinchen mal gerade rüber.
Denn wir haben ja, also von den Farben ist ja wirklich alles dabei. Ich hole mal kurz den Schwung raus. Dann können wir uns das nochmal so ein bisschen anschauen. Das sind halt, wie gesagt, gedecktere Töne. Aber trotzdem alles vertreten. Grün, Rot, Rosa. Hier so ein dunkles Rot, Rosa, Beige und Blau sowie Grau. Ich meine, das ist ja verständlich. Und das Rot hier von dem Fuchs. Ja. Mal kurz gucken. Hier, da hat man auch, halt wie gesagt, ein bisschen gedecktere Töne. Aber das finde ich jetzt für den Herbst, Winter gar nicht so schlimm. Das ist für mich dann, also für mich ist das schön. Ich mag das gerne. Und wie gesagt, die Sternchen sind auch super. Wobei ich jetzt hier den neuen Hersteller noch kein Bild von ihnen gelegt hatte, sondern alles noch mit dem anderen oder alten Hersteller. Vielleicht auch, hat auch der Hersteller nur die Produktion da umgestellt, weil die Steinchen mehr Glanz kriegen sollten, aber ja, ich weiß es nicht. So genau habe ich mich darüber jetzt nicht informiert. Genau, dann machen wir mal weiter. Die Fairy Dust Steinchen lege ich mal kurz rüber, denn ich dachte, wir schauen uns noch zuerst das Toolkit zusammen an. Das kommt in so ein Organza-Säckchen. Das ist immer ganz süß. Das kann man nicht abbestellen, also das kommt immer mit. Aber ist auch nicht schlimm. Da sind nochmal so kleine Zipptütchen drin. Ich glaube 5 Stück oder so sind das immer. 2, 4, 5, ja. Kann man für Kleinigkeiten nehmen. Dann ist ein Stift dabei, ein milchiger mit Glitzer. Sowie ein Einzelaufsatz, also ein Einzelsetzer. Und 2 Mehrfachsetzer. Genau, ich denke mal, das ist ein 10er und das ist ein 6er. Aber nagel mich da nicht fest, das weiß ich nicht. Die passen dann hier hinten noch mit drauf. Und dann kann man da loslegen. Genauso wie für, noch für den Stift dieser Halti. Dieser Fingerschoner, perfekt, ging jetzt auch wunderbar drauf, also passt. Dann ist noch dabei eine, oh, da ist noch ein Aufsatz, Entschuldigung, hätte ich unterschlagen, ein Dreieraufsatz, ein schmaler Dreieraufsatz sogar. Den lege ich gleich mal rüber, den will ich mal ausprobieren. Dann ist noch eine Pinzette mit dabei. Ein Washi-Tape. Also ich finde, beim Washi-Tape sind die immer schön. Also sie passen immer irgendwie super zum Bild. Zumindest war es bei mir jetzt immer so. Dann haben wir einmal ein Plättchenwachs. Und auch noch 3 oder 2. Moment, ich hole es mal gerade raus. Ich glaube, es sind sogar 3. Dreimal Rundenwachs in der Dose. Bei den Wachs denk bitte dran, dass du da die Folie abziehst, bevor du einstichst mit deinem Stift, damit du den Wachs aufnehmen kannst. Also es ist völlig ausreichend hier. Die Dose ist süß. Ich finde, da drin hält sich der Wachs ein bisschen länger. Und dann ist noch in dem Toolkit ein weißes Schiffchen mit dabei. Sehr schön. Das Schiffchen lasse ich jetzt mal draußen, dann können wir uns nämlich darauf gleich noch die Steine zusammen anschauen. Und dann schauen wir uns die Leinwand an. Oder wir schauen erst die Leinwand und dann die Steinchen. Dann können wir nämlich auch gleich schauen nachher, wo die Steinchen eingesetzt sind. Genau, machen wir lieber so rum.
Ja, wie gesagt, das Bild ist 60x60. Es ist von der Künstlerin Finera. Man hat oben nochmal die Firma, The One with the Diamond Art, genauso wie die Bildnummer und die Größe. Hier auf der linken Seite haben wir einmal einen Teil von den Diamanten und auf der rechten Seite haben wir ein Vorschaubildchen und einmal diese Color List. Die Color List ist die Legende mit der laufenden Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Hier haben wir zum Beispiel die Zahlen in Buchstaben und nochmal ein paar Symbole unten. Die ist auch hier sortiert, einmal nach der laufenden DMC-Nummer. Und die haben wir nicht nur auf der rechten Seite, sondern auch hier auf der linken Seite. Wo dann die Diamanten oben rechts sind, ist unten links die Legende sozusagen. Und unten geht es weiter. Einmal mit den Daten zu dem Bild. Und hier die Social Media Kanäle, genauso wie die Webseite von The One with the Diamond Art. Ja. Der Druck ist super, also ich finde den jetzt klasse, kann man gut lesen alles. Klebkraft ist auch super. Der Klebrand ist ein bisschen drüber, dafür kann man das Washi-Tape nutzen. Oder, was man da halt gerne benutzt. Ich klebe es mir meistens ab mit Washi-Tape. Und das bleibt dann auch bei mir halt dran. Wie gesagt, ich lasse auch diesen gewellten Rand einfach dran. Also ich schneide das Bild hier nicht ab, sondern ich lasse alles dran. Es ist ja dann nachher eh abgeklebt mit dem Washi-Tape. Denn, warum... Ja, wie gesagt, ich lasse es halt dran. Fertig. Ja, genau, das ist das schöne Bild. Die Folie hier, die ist zweigeteilt. Also man hat einmal hier und einmal nochmal hier. Finde ich ganz praktisch. Denn dann kann man entweder oben oder unten starten. Man kann auch die Folie ersetzen, wenn man das möchte. Das ist alles gar kein Thema. Das funktioniert auch gut. Ja. Ich freue mich, wenn ich das Bild anfangen kann. Es wird jetzt noch ein bisschen warten, weil ich noch ein paar andere Projekte fertig machen wollte. Und dann denke ich mal, kann das starten. Genau, dann schauen wir uns mal an, wo die Steinchen liegen. Ich würde sagen, wir starten mit unserer 208. Das ist der Bitte wenden Pfeil. Auch diese Steinchen, also hier die Schimmersteinchen, Fairy Dust Steinchen, Pleasant Dust Steinchen, sind Harzsteine. Sie hüpfen und springen, sind ein bisschen statisch aufgeladen. Was aber nicht schlimm ist, da kann man ja gegenwirken. Mit einem Trocknertuch reinhauchen oder, wie man das möchte. Ja. So, und da sind sie. Was die glänzen und glitzern. Toll. Und wie gesagt, das ist unser... Bitte wenden Pfeil. Wir haben nicht so viele davon, 351. Ich würde jetzt mal vermuten, dass das hier oben im Blumenschmuck von der Frau ist. Aber schauen wir gleich mal. Ich schütze jetzt gerade noch mal zurück, damit ich das nicht umschmeiße nachher, weil da kenne ich mich. Wenn ich es drin lasse, weiß ich jetzt schon, dass ich es nachher ausschütte.
Genau, er ist einmal hier unten ganz zart eingesetzt an den Knospen. So ein, zwei Steinchen. Und ich glaube auch hier oben. Genau. Hier oben in der Blüte ist er ein bisschen öfters eingesetzt, aber trotzdem nicht so gebündelt, sondern immer nur ganz zart, 3, 4, 5 Stück. Und dann kommt schon ein anderer. Ich gehe mal davon aus, dass da ein bisschen Augenmerk drauf gesetzt wurde, dass das halt eher im Hintergrund ist, die Farbe oder die Farben. Schauen wir mal. Dann habe ich noch die 762. Ich habe das Schiffchen ein bisschen voll gemacht. Ich denke, man sieht's. Super schön. Also von The One with the Diamond Art mag ich die Steinchen, die Spezialsteinchen nenne ich sie jetzt mal sehr, sehr gerne. Weil das halt da einfach eine sehr gute, schöne Qualität ist. So, dann haben wir ihn und das ist dieses Symbol. Das ist ein bisschen hier unten in dem Schal eingesetzt. Ist da auch was davon im Fuchs? Also im Fuchs sehe ich jetzt davon nichts, oder doch? Aber das ist zarter gedruckt, dünner gedruckt. Also hier auf der Sticker-Legende ist es ja so ein bisschen kräftiger gedruckt. Ach nee, oh, hoffentlich vertausche ich das nicht. Hier ist die 36. Und hier ist die 48. Ich habe das gerade auf der Legende mit dem hier vertauscht. Auf der Leinwand, Entschuldigung. Schauen wir mal. Ah ja, oh, die liegen auch noch gut beieinander. Muss man ein bisschen achten. Aber ich denke mal, das kriegt man hin. Das ist einmal hier. Und kurz danach kommt der andere. Ja. Aber der ist schon ein bisschen kräftiger, also man sieht schon einen Unterschied. Ich denke, dass das schon klappt. Ja, und der ist, wie gesagt, so ein bisschen hier mit eingesetzt. Jetzt würde es mich mal noch interessieren, ob bei dem Fuchs was ist. Aber da hatte ich jetzt doch, da hat zum Beispiel an der Schnauze so ein bisschen ganz zart, nicht viel. Aber muss es auch nicht. Hier hinten im Fell vom Fuchs nochmal. Da muss ich echt, also da muss ich ein bisschen achten, wenn ich das Bild lege. Hier ist es auch nochmal in der Blüte mit drin. Aber ich denke mal, das ist machbar. Weil wie gesagt, man hat ja schon einen Unterschied. Das eine ist sehr dünn gedruckt, das andere ein bisschen kräftiger. Und da denke ich mal, funktioniert das schon. Ja, also wie gesagt, es ist hier in den hellen Sachen verteilt mit drin. Hier ein bisschen beim Fuchs, genauso wie hier an den Ohren und hier an den Blüten. Ist
die 762 mit drin. Dann haben wir die 775. Das ist unser Symbol dazu. Und dann schauen wir kurz noch am Schiffchen an und dann suche ich das Symbol auf der Leinwand. Der ist genauso, der glitzert und glänzt genauso. Boah. Toll, tolle Farben. Und die Steinchen liegen auch gut. Hast du es ja gesehen, jetzt auch im Schiffchen drin. Sind jetzt ein bisschen statisch, deswegen möchten die auch nicht so gerne wieder in die Tüte zurück, sondern lieber auf dem Schiffchen bleiben. Aber wie gesagt, da gibt es ja Mittel und Wege, dem Abhilfe zu schaffen. Und dann funktioniert das auch. Genau, dann schauen wir mal, wo unser, ich stelle es jetzt mal, Sperrschild ist. Der ist auch hier so mit drin verteilt. Immer so ein paar Steinchen. Hier zum Beispiel ein paar Steinchen. Dort verteilt. Hier beim Fuchs, am Hals ist es verteilt, hier ein bisschen an der Schnauze vorne, das finde ich ja ganz goldig. Es tut mir leid, das Kruspeln kommt von der Folie an den Seiten. Hier in der Blüte auch nochmal und hier in den Ohren so ein bisschen verteilt. Ja, sehr, sehr schön. Ja, genau, das ist das Bild. Also ich finde es wirklich schön, wie die beiden sich auch so anschauen. Und hier oben mit den Blumen dazu und hier unten mit den Blumen um den Fuchs. Finde ich ein klasse Bild. Sehr, sehr schön. Und der Hintergrund so ein bisschen blau-aquarell gehalten. Finde ich persönlich passt super zu dem Bild. Ja, das waren die Spezialsteinchen, die Special-Sachen. Und Toolkit, auch sehr schön. Also ihr hast alles dabei, was du brauchst zum Starten, wenn du noch nie Diamond Painting gemacht hast. Sehr, sehr schön. Ich finde auch mit dem Organza-Säckchen kommt das super süß rüber. Ja, dann war es das auch schon zu dem Bild. Mal schauen, wann ich das im Herbst oder Winter anfange. Ich bin mir noch nicht so sicher mit der Zeit, aber ich denke, obwohl ich habe noch ein anderes, wo ich eher zu tendiere für Herbst, Winter. Aber das zeige ich dir dann beim nächsten Mal. Das ist aber auch von The One with the Diamond Art. Genau, dann machen wir das so. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und mit mir zusammen das Bild angeschaut hast. Ja. Lass gerne ein Däumchen da, wenn du magst, oder einen Kommentar, welche Erfahrungen du schon mit der Firma zum Beispiel gemacht hast oder ob du da vielleicht noch nie bestellt hast. Kannst du mir gerne alles schreiben. Ich würde mich natürlich freuen. In diesem Sinne, bleib gesund, hab noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Tschüss.